Ab jetzt nach stumm. 25 Versuchen hast du es dann auch geschafft. Ich weiß, ich bin gemein. Ich mach das in Dingen in Lugane niemals. Doch. Ich sehe jetzt schon, dass das Horror wird. Aber wir nehmen uns dafür extra Zeit, keine Sorge. Na, nehmen wir nicht. Ich hab gehört, du musst den Kugane Tower gemacht haben, um überhaupt Endwalker spielen zu können. Ist eine Grundvoraussetzung. Anders kommt man nicht zum Mond. Nanu, was hat euch drei denn hierher verschlagen? Eine verdammt gute Botschaft. Wir haben da was Schönes gefunden. Ihr habt wirklich den legendären Schatz von König Theoderik entdeckt? Nachdem haben doch schon ganze Scharen von Glücksrittern gesucht. Das ist ja wirklich eine großartige Nachricht. Wenn man schon Theoderiks Gräueltaten nicht rückgängig machen kann, so soll doch wenigstens sein Reichtum die Armut in Alamico lindern. Natürlich nur, wenn das auch in deinem Sinne ist. Selbstverständlich. Wir haben die sicherste Route zum Schatz auf einer Karte verzeichnet. Damit sollte es ein leichtes sein, ihn zu bergen. Lass mich raten, es war eure Route. Vielen Dank, ich werde dafür sorgen, dass eure Mühen nicht umsonst waren. Danke. Wenn es erlaubt ist, würde ich gerne noch einen weiteren Vorschlag machen. Vielleicht könnten wir Alfino damit beauftragen, konkrete Hilfsmaßnahmen auszuarbeiten. Das Geld soll sinnvoll investiert werden, damit die Armut langfristig bekämpft werden kann. Ich bin leider nicht besonders gut im Plan, aber Alfino hat schon mehrfach weise Voraussicht bewiesen. Er hat den Gelehrten-Skill. Weise Voraussicht. Okay, ich weiß, der war schlecht. Ein guter Vorschlag, da stimme ich zu. Wenn der Bund ein externes Gutachten anfertigen könnte, wäre das sicherlich hilfreich. Ich sehe nichts, was dagegen spricht. Kommandantin Lise, ein Notfall. Beruhig dich erstmal, was ist vorgefallen? Aufgebrachte Bürger haben sich versammelt. Sie wollen mit der Führung der Befreiungsarmee sprechen. Die Stimmung ist aufgeheizt. Ihr müsst sofort kommen. Cordula Grün. So beruhigt euch doch. Beruhigen? Erst wenn die verdammte Hexe tot ist. Holt sie da raus, Cordula. Dann machen wir Cordula. Prozess mit ihr. Genau. Muss immer daran denken. Vor allen Dingen in den Schützenvereinen, feiern die alle das Lied und ich denke mir so, boah, das ist so ein behindertes Lied. Also dadurch, dass es österreichisch ist, ist es bei uns auf und abgespielt worden. Boah, ich erinnere mich, als ich im Zillertal war. Irgendjemand hat ist doch Österreich, oder? Gefangen gehalten wird. Und jetzt wollen die Leute mit ihr abrechnen. Ja, da war ich, Skifahren mit der Endlich Klasse. Zu. Die Henkerin von Galemalt ist also wirklich hier. In der 9. Klasse. Und ja, da waren auf der Skipiste oder da an der Scheune da auch nur Schlagerlieder. Ich glaube, Rotes Pferd war das, was am meisten gespielt wurde, weil das da gerade neu war. Ja, okay. Worauf wartet ihr da noch? Dieser Mörderin gehören die Gliedmaßen einzeln ausgerissen. Überlasst sie nur uns! Wie grausam. Dann wären wir nicht besser als die Galear. Kommt zur Vernunft! Ah, ihr Tod ist das einzig Vernünftige! Die Wolfschädel haben meinen Verlobten massakriert! Und meinen Vater auch! Oh Gott. Sie hat uns den galeischen Hunden zum Fraß vorgeworfen. Und eure Kameraden ebenso. Warum schützt ihr sie? Bei Ralga. Ich dachte, den Krieg hätten wir... Oh, wow. Jetzt habe ich es schnell weggekriegt. Egal. Hört her, meine Brüder und Schwestern. Wer ist das? Bulle. Rauban, der Bulle von Alamigo. Sie hat gesagt, Rauban, der Bulle von Alamigo. Euer Zorn, euer Leid, euer Kummer.
All das brennt auch in mir. Das Stechen und die Schmerzen. Ich kann sie nicht leugnen. Doch denkt nicht zuerst an euch. Denkt an all jene, die von den Besatzern verschleppt wurden und noch immer verschollen sind. Denkt an die Familien und Freunde, die auf ihre Rückkehr warten. Es ist unsere Pflicht, die Vermissten zu suchen und zurückzubringen. Ich kann verstehen, dass ihr auf Rache und Gerechtigkeit sinnt. Doch noch ist es zu früh, Urteile zu vollstrecken. Jemanden umzubringen ist leicht. Doch Tote lassen sich schlecht verhören. Wir sind im Begriff, einen neuen Grundstein für unsere Nation zu legen. Deshalb brauchen wir Antworten. Unsere Herzen müssen frei von Zweifeln sein. Sonst steht unser Land auf brüchigem Boden. Was mit den Verbrechern geschieht, soll unsere neue Führung entscheiden. Daher bitte ich euch, habt noch etwas Geduld. Gebt eurer Wut nicht nach. Ach, verflucht, wenn das so einfach wäre. Nicht dein Job, Lisa. Vielen Dank, Rauban. Ich wusste beim besten Willen nicht, was ich in der aufgebrachten Menge entgegnen sollte. Die Galea mögen weg sein, aber bis zum Frieden ist es noch ein weiter Weg. All die Wut, die sich gegen die Besatzer aufgestaut hat, ist mit deren Abzug nicht gleich verschwunden. Das fürchte ich auch. Berichten von Tumulten wie diesem gibt es auch aus anderen Regionen. Insbesondere die mit dem Kaiserreich kollaborierten. Und vor der Besatzung profitierten, müssen jetzt den Zorn ihrer Landsleute fürchten. Im ganzen Land werden imperiale Gräber geschändet. Der Rang spielt dabei keine Rolle. Selbst Senus wurde nicht verschont. Ich wünschte, Giabanir könnte ein Zuhause für alle Völker sein, ungeachtet ihrer Herkunft. Aber es scheint ein weit entfernter Traum. Aber jetzt ist nicht die Zeit, Trübsal zu blasen. Die Versammlung zur Zukunft von Alamiko steht kurz bevor. Die Vertreter aller Siedlungen und Stämme werden anwesend sein. Du hast es wirklich geschafft, alle Migiten unter ein Dach zu bringen? Ja, selbst die Flüchtlinge in Tanalan haben einen Gesandten geschickt. Wir wollen diskutieren, wie das Land in Zukunft regiert werden soll. Die wilden Stämme der Ananta und Quirquirn sind ebenfalls eingeladen. Dies ist eine extrem wichtige Phase. Wenn wir keine gemeinsame Linie finden, sind weitere Ausschreitungen vorprogrammiert. Schlimmstenfalls mündet alles in einem Bürgerkrieg. Das müssen wir verhindern. Ja, im Fall von Fordola kann ich die Wut aber verstehen. Die fordert ja sogar selbst die Todesstrafe für sich. Nergo, habe ich mich dazu nicht klar geäußert? Fordolas Tod würde die Massen beruhigen, sicher, aber wenn wir mit Furcht und Tod regieren, wird sie kein Deut besser als Theoderik oder Senos. Willst du das etwa? Wäre es vielleicht mal möglich, mit ihr zu reden? Mir lässt das, was ich damals in ihrer Vergangenheit gesehen habe, keine Ruhe. Natürlich ist es unverzeihlich, was sie getan hat, aber man muss auch zugestehen, dass sie es nicht besonders einfach hatte. In Ordnung, wenn du sie besuchen möchtest, dann sprich mit dem Wärter vor dem Tor des Gefängnisses. Ich werde dich begleiten, ich möchte nämlich auch noch etwas mit ihr klären. Ich mache mich dann mal wieder an die Arbeit. Die Untersuchungen der Forschungseinrichtungen, in der an Krile und Fordola experimentiert wurde, sind längst nicht abgeschlossen. Lasst euch von euren Gefühlen nicht überwältigen, so schwer euch das auch fallen mag. Wir brauchen jetzt Besonnenheit.
Ihr wollt mit der Gefangenen sprechen? Jo. Oh, fuck. Was ist das? Ich muss doch noch mal am Programm dran. Ja, gut! Ach, die strahlenden Helden. Seid ihr gekommen, um euch an meinem Elend zu ergötzen? Oder seid ihr endlich so gnädig, meinem sinnlosen Dasein ein Ende zu machen? Weder noch. Du wirst leben. Wir haben nicht vor, ein Exempel an dir zu statuieren. Ah. Ja. Mein Leben hat keinen Sinn mehr. Was soll ich noch auf dieser Welt? Ich habe meine Kameraden geopfert und es hat trotzdem nicht zum Sieg gereicht. Das wird mich mein Leben lang verfolgen. Mir machst du nichts vor. Du wolltest nie sterben. Du wolltest frei sein. Dafür hast du gekämpft, mit grausamen Mitteln. Dafür hast du deine Freunde geopfert. Und glaub mir, ich weiß ganz genau, wovon ich spreche. Das Dreimal im Stream. Was echt dreimal? Jedes Mal ein Shot oder so. Fordula, trödle nicht rum. Wir verspäten uns noch. Willst du Legatus Gaius etwa warten lassen? Bin schon unterwegs. Ich habe jetzt zweimal gezählt. Fordula und am Anfang. Wer ist dieser Regalfuß Gaius eigentlich, Papa? Regalfuß? Sag schon. Regalfuß Gaius? Lass das bloß nicht seine Leibwächter hören. Legatus Gaius ist ein edler und äußerst einflussreicher Mann. Er herrscht über ganz Alamigo. Es ist eine große Ehre, an seinem Bankett teilnehmen zu dürfen. Deutsche Stimmen hören sich so komisch an. Von den Eltern. Tja, Verräter. Zähle ja nicht mit. Achso, okay. Weil du drei Mal im Stream jetzt sagtest. Oder das dritte Mal. Verräter? Hast du ein Geheimnis verraten, Papa? Schön wär's, Kleine. Deine Eltern haben ihr Land verraten und ihre miegischen Brüder und Schwestern gleich mit. Damit sie sich ein Stück vom dreckigen galäischen Kuchen abschneiden können. Ersticken sollen sie daran, diese gierigen Hunde. Wie gemein! Meine Eltern sind die Liebsten auf der ganzen Welt! Zu dir vielleicht, aber uns treten sie mit Füßen. Verhätschelte Göre. Ich mag die Szene nicht. Fordula! Verräter! So helft doch! Haltet diesen Abschaum auf! Die Armee des Kaisers hat keine Zeit für die nichtigen Streitigkeiten des Pöbels. Ihr miegischen Köter könnt euch gern gegenseitig zerfleischen.
Aber wir sind Bürger! Wir haben Rechte! Oh! Papa, wieso machen die das? Keine Sorge, mein Kind. Eines Tages werden auch sie verstehen, dass unser Weg der richtige ist. Verräter! Verräter! Lass sie. Die sollen sich ruhig ein bisschen austoben. Dann machen sie uns weniger Ärger. Fortuna, ich flehe dich an, geh nicht! Du besitzt das galäische Bürgerrecht bereits. Es gibt keinen Grund, der Armee beizutreten. Was ist das für eine Tätowierung? Das weißt du genau. Das traditionelle galäische Muster, das ganz schön dämlich. Wieso? Man, es ist ja tatsächlich nicht das Gescheiteste, wenn man seine Leute unterjocht, die in seine eigenen Leute aufnimmt und dann... Ja, das ist nicht wirklich aufnehmen. Das ist so, die wollten denen nur Gefühl geben, dass sie dazugehören, damit sie nicht noch mehr Aufständische haben. Du siehst ja, wie die damit umgehen. Denen ist das scheißegal. Für die Galear sind das alles niedere Wede. Egal, ob du das Bürgerrecht jetzt hast oder nicht. Willst du etwa, dass man dich als Wilde beschimpft? Davor brauche ich mich als Bürgerin doch nicht zu fürchten. Oder etwa doch, Mutter? Da hast du es. So viel ist das Bürgerrecht eines Megiden wert. Die Galear werden immer auf uns herabblicken. Aber sie sagt das jetzt eh nochmal. Wollen wir doch mal sehen, ob sich die Leute noch trauen, mich schief anzugucken, wenn ich erstmal Pelus Prior bin. Wie Vater will ich jedenfalls nicht enden. Ja. Ansfried? Ja, ja, Hannes. Emily? Steinigung mitten am Blitz, einfach schrecklich. Ja. Es wird hart, keine Frage. Sie werden versuchen, uns fertig zu machen, uns zum Aufgeben zu zwingen. Aber das schaffen sie nicht. Wir werden bluten für sie. Sterben, wenn es sein muss. Wir werden alles tun, um frei zu sein. Da geht's ja gar nicht mehr um Seiten. Wer Steinigung feiert, ist einfach ein schlechter Mensch. Du willst dich opfern, nicht wahr? Du lässt alle Schuld auf dich. Zeigt halt, dass beide Seiten und erlaubst deinen Landsleuten so einen Neuanfang. Einfach doof waren. Oder schlimm waren. Du irrst dich. Wenn du einfach nur sterben wolltest, hättest du es längst tun können. Ein Strick ist schnell geknüpft. Halt's Maul. Wow, so eine Kehle geladen, das Halt's Maul.
Verstehe. Ihr habt in meiner Vergangenheit rumgeschnüffelt, was? Was auch immer ihr gesehen habt, glaubt nicht, mich zu kennen. Ich bin nicht die, für die ihr mich haltet. Alles, was ich wollte, war Rache für den Tod meines Vaters. Rache an denen, die ihm feige das Leben nahmen und denen, die ihn elend verrecken ließen. Dafür habe ich mir sogar diese dämliche Kraft verleihen lassen. Kannst du mit dieser Gabe den Verstand behalten? Du blickst in die Herzen wildfremder Leute. Du siehst, wie das Leben sie umherschubst, wie sie leiden und verraten werden. Wie erträgst du das? 1, 2 oder 3? Was nimmst du? Ein Kleid auf. Ich fand den Schrei hier Heizmaul im Japanischen auf jeden Fall besser. Ich glaube, das erste. Finde ich gar nicht so schlecht. Mhm. Okay, du hast es selbst gesehen. Ich hasse euch alle. Wir wollen die Dinge nicht überstürzen. Überleg dir in Ruhe, was du wirklich willst. Wir geben dir etwas Bedenkzeit. Gehen wir. War besonders wichtig, dass der Horscher vors Grab sagen, ja. Mhm. Ja. Natürlich. Sie gemein. Natürlich, das hast du halt erlebt. Wir haben halt schon viel erlebt. Ja, das wäre cool. Denk dir eine aus. Wir haben zwar keine Lösung gefunden, aber ich bin trotzdem froh, dass wir mit Fordula gesprochen haben. Vielleicht sieht sie die Dinge jetzt in etwas anderem Licht. Das mag sein, eines macht mir aber große Sorgen. Die Kraft des Transzendierens lässt sich nicht wirklich steuern. Visionen kommen, wenn es ihnen passt, und das ist nicht allzu häufig der Fall. Fordula erweckte aber den Eindruck, als ob sie ständig mit unbeliebsamen Ausflügen in die Vergangenheit gequält würde. Bisher bin ich davon ausgegangen, dass diese Überwesen, wie die Galea sie genannt haben, Wörter für eine künstlich erzeugte Kraft des Transzendierens sind, die aber genauso funktioniert wie die uns bekannte. Sollte das ein Irrtum gewesen sein? Wer weiß, vielleicht sollten wir uns mal mit General Raumbahn unterhalten. Die Legion untersucht ja gerade das Transzendenzlaboratorium. Vielleicht hat man dort ja etwas herausgefunden. Gehen wir zum Laboratorium. Raban hat eine Wache positioniert, die uns reingelassen hat. D&D-mäßig. Das ist D&D. Aber das, was mit der Vorgeschichte sehe ich aber tatsächlich ein bisschen ähnlich wie in Dragon Age. In Dragon Age Origins gibt's eine Story für deinen Charakter. Eine Vorgeschichte. Aha. Und in die anderen zwei Spiele musst du es dir ziemlich ausdenken.
Und im ersten Spiel ist das halt so viel besser, dass es in die anderen zwei Spieler ziemlich viel kaputt macht, dass es das nicht gibt, meiner Meinung nach. Okay. Das ist, kann eine Präferenz sein. Ich würde sagen, es macht und hier... Und bei einem MMO nicht so gut realisierbar wie beim RPG. Aber trotzdem. Ich bin da eher so. Also hier zumindest in Final Fantasy 14, da möchte ich das gar nicht haben. Da möchte ich das selbst denken. General Orban ist noch immer mit der Untersuchung des Laboratoriums beschäftigt. Wenn du mit ihm sprechen möchtest, kann ich dich reinlassen. Ja. Drück bitte auf Ja, danke. So in anderen Spielen ja, kann ich verstehen. Da fände ich das auch interessant, wenn du quasi einen vorgefertigten, sage ich jetzt mal, Charakter hast. So das, was ich da bei 2 mitbekommen habe, war ja, das ja, da kannst du zwischen einer von vielen Fasteris auswählen. Siehst du? Und hier erstellt sie ihn halt selbst. Das ist dann ein bisschen blöd, ne? Finde ich zumindest. Das macht so ein bisschen die... Dann müsstest du auch einen vorgefertigten Charakter die hier aussuchen können, wenn er eine Vorgeschichte hätte. Nein, nein, also du kannst deinen Charakter selber machen, aber du kannst aus verschiedenen Vorgeschichten sozusagen auswählen. Ja. Es kommt da ein bisschen auf die Rasse drauf an, was du willst. Aber es sind da immer 2 verschiedene Storys, je nachdem, was für Rasse du hast. Ja. Aber soll... Ja, den Dragon Age ist es halt, ist es... Ja, man kann es nicht wirklich mit Dragon Age vergleichen, da hast du recht. Ja, aber ich finde es halt im MMO schwierig. Ja, ich weiß, halt, dass D&D Dungeons & Dragons ist. Also, ja, wenn man von was anderem jetzt geredet. Ich finde es halt im MMO schwierig, weil, keine Ahnung. Ja, das stimmt. Selbst wenn du vorgefertigte Geschichten hast mit einem anderen Aussehen, dann hast du vielleicht, sagen wir, für jede Rasse hast du 3 vorgefertigte Geschichten. Da bist du trotzdem noch nicht bei einem millionenweiten Spiel. Dann haben, keine Ahnung, 10, 20.000 Leute dieselbe Vorgeschichte. Das ist halt nicht so cool, finde ich. Ja, aber es könnte ganz süße Easter Eggs geben, dass es die schon vorher gegeben hat. Weißt du, was ich meine? Dass du Leute triffst, die die irgendwie kennen oder so. Muss ja nicht eine volle Vorgeschichte sein allein. Es kann ja einfach random Charaktere sein, die du schon irgendwann einmal getroffen hast, bevor du mit Spiel angefangen hast oder so. Einfach, dass es sich anfühlt, als hättest du schon einmal gelebt, bevor das Ganze angefangen hat. Ja, aber da warst du wahrscheinlich nicht so bedeutend. Du hast keine Freunde. Hast du mal deine Emotionen in Reborn gesehen? Sollen wir nochmal davon anfangen? Ich glaube, dann hast du nicht viele Freunde, wenn du da so nur so ein kaltes, leeres Gesicht machst. Wie gesagt, ich habe mir für meine Charaktere eine eigene Geschichte ausgesucht und das reicht mir. Was führt euch zu mir? Hat das Verhör von Fordula irgendetwas Neues ergeben? Wie gesagt, das Alter konntest du dir mal aussuchen. Aber ich weiß nicht, warum der Regler weg ist. Ich weiß auf jeden Fall, es gab einen Regler. Und das Alter kannst du dir dann auch gerne aussuchen. Sie traut uns nicht, doch eines konnte sie nicht von uns verheimlichen, dass sie relativ häufig von Visionen der Vergangenheit heimgesucht wird. Hat die Legion vielleicht neue Erkenntnisse über die Experimente der Galia gewonnen? Leider nicht, wir sind immer noch mit den Sichten und Sammeln von Unterlagen beschäftigt. Wie wär's, wenn ihr uns etwas unter die Arme greift? Weißt du, wusstest, dass die ein Mensch da oder irgendjemand kennt auf deiner Reise dahin, wo du eben als Abenteurerin hin wolltest? Jetzt kannst du genauso argumentieren, dass dir das passiert, wie dass die ganze Hauptstory passiert. Weil das passiert ja ganz vielen anderen, aber es ist halt so mit den Abenteurern erklärt, weißt du, was ich meine? Es wäre halt gleich erklärbar. Wenn man nicht gleich die ganze
Ich weiß jetzt nicht, worauf du das beziehst. Aber es wird ihm halt, dem Char halt ein bisschen Persönlichkeit geben, das ist alles, was ich meine. Also ich möchte für meine Charaktere keine vorgefertigte Geschichte, sag ich's mal so. Nein, ich rede nicht einmal jetzt von einer vorgefertigten Geschichte, ich rede nur von Leuten, die die kennen oder die zumindest erkennen. Ja. Ist aber auch schwer, wenn du neue Völker einführst. Zum Beispiel. Das stimmt, ja. Wie gesagt, es ist im MMO ist ein bisschen schwierig. Dies ist die Magitech-Vorrichtung, in der Krillet gefangen gehalten wurde. Die meisten Behälter sind mit Versorger beschriftet. Nur dieser trägt Aufschrift Modell. Die Allianz hat die Galle und Metallwerke gebeten, bei der Analyse der Magitech-Apparaturen in dieser Forschungseinrichtung zu helfen. Ich frage mich schon die ganze Zeit, was es wohl mit diesen Behältern hier auf sich hat. Die meisten sind mit einer Vorrichtung zur Ether-Absorbierung ausgestattet, nur dieser hier nicht. Dafür ist er mit einem Gerät bestückt, das die Ether-Wellen in seinem Inneren messen kann, welchen Zweck er wohl gedient hat. Gab's sonst noch was? Da, bei mir. Wow. Achso, du siehst mir nicht. Aha. Auf der rechten Seite ist die Legionärin. Ja. Sieh dir nur diese vielen Leichensäcke an. Die waren für die sogenannten Versorger bestimmt. Gestorben sind sie anscheinend an Äthermangel. Den haben ihnen die Galliane nämlich ausgesaugt. Ein grausames Schicksal. Und zu Raubar. Also, was habt ihr herausgefunden? Kombiniert man unsere Erkenntnisse mit den Berichten von Krillet und Tancred, dann ergibt sich allmählich ein Bild. Den Versorgern in den Behältern wurde mit der Magitech-Apparatur Ether entnommen und auf den Perzipienten übertragen, der verstärkt werden sollte. Ziel war es, den Perzipienten mit Fremdether anzureichern und auf die gleiche Wellenlänge wie das Modell, in unserem Fall Krillet, zu bringen. Zu diesem Zweck wurden die Ätherwellen des Modells überwacht. Um auf diese Weise die Kraft des Transzendierens zu imitieren? Vermutlich, Krillet hat eine ausgeprägte Begabung, das Bewusstsein anderer zu lesen, so wie Fordula jetzt auch. Die Henkerin kann einem fast leid tun. Sicher haben viele Gefängniswächter Angehörige durch die Gräueltaten der Wolfsschädel verloren. Um deren Gedanken zu lesen, ihren Hass und ihre Trauer so direkt zu spüren, geht sicherlich ziemlich an die Substanz. Durch die Vision teilt man auch die Emotionen einer anderen Person. Je nachdem, was vorgefallen ist, kann die psychische Belastung immens sein. Denkt an Isaile und Resvega. Die Begegnung mit der Vergangenheit des Drachen hat ihr ganzes Leben umgekrempelt. Fordula wird durch ihre neue Kraft mit vielen konfrontiert, was sie sicher lieber nicht gewusst hätte. Ein Wunder, dass sie ihren Tod herbeisehnt. Ein grausames Schicksal in der Tat, aber den Kampf mit ihrem Gewissen muss Fordula alleine führen. Wir haben dringendere Sorgen. Sollten die Forschungsergebnisse aus diesem Laboratorium nach Galemite gelangt sein, wäre es unseren Gegner möglich, nach Lust und Laune Überwesen zu erschaffen und auf uns zu schätzen. Und für diesen Fall gerüstet zu sein, müssten wir genauestens verstehen, was die Galliar hier gemacht haben. Deshalb, und das ist die Ironie des Ganzen, ist Fordula eine wichtige Zeugin. Wir dürfen sie auf keinen Fall verlieren, so sehr das Volk ihren Tod auch herbeiwünscht. Wohl wahr. Nicht verzagen, Lise. Glaub an deine Ideale und gib sie an deine Landsleute weiter. Verständnis kann selbst die finsteren Herzen erhellen. Da habt ihr wohl recht. Vielen Dank, General. Also gut, überlassen wir die weiteren Untersuchungen der Legion. Lasst uns hier nicht weiter stören und unsere nächsten Schritte draußen beraten. Beste Strafe für Fordulas, die es gibt, besser als sterben, wenn sie
Ja, finde ich eigentlich auch. Also, sie soll ruhig sehen, was sie angerichtet hat. Er will mal bloß etwas über die Machenschaften der Galeanerfahrung bringen und bekommt gleich noch eine Lehrstunde vom General. Das hatte ich nicht erwartet. Rauban hat ein bewegtes Leben hinter sich. Er ist uns allen an Erfahrung meilenweit voraus. Mach dir deswegen keine Vorwürfe, Lise. Es ist trotzdem deprimierend. Die aufgebrachte Menge hat schließlich auch er beruhigt, nicht ich. Ohne ihn wäre hier ganz sicher schon alles verloren. Gutes Stichwort, was hat der General eigentlich vor, wenn die Weichen in Alamigo gestellt sind? Bleibt er dann hier oder geht er wieder nach Ulda? Ich meine, er stammt schließlich aus Alamigo. Das frage ich mich auch. Viele seiner geflohenen Landsleute stehen sicher vor der gleichen schweren Entscheidung. Solis, gut, dass ich dich finde. Ich war in Ulda, um dort eine Lieferung von Hilfsgütern in die Wege zu leiten. Dabei hat mich die Sultana gebeten, dir etwas auszurichten. Sie möchte etwas mit dir bereden, unter vier Augen. Bartholomew ist bereits instruiert, dich in den Palast zu lassen. Glaubst du, du schaffst es in nächster Zeit nach Ulda? Gut, dann ist mein Dienst hier verrichtet. Gehab dich wohl. Das ist bei der Weile Tragödie, dass Bartholomew keine Katze ist. Das kommt ja wie gerufen. Ich weiß zwar nicht, was Nanamu von dir will, aber du könntest die Gelegenheit nutzen, sie wegen Rauban zu fragen. Natürlich nur, wenn es sich ergibt. Wir sprechen hier schließlich von der Sultana, nicht wahr? Ich muss sagen, wir sind sehr langsam. Sehr, sehr langsam. Wir reden vorher. Ja, das ist die Sache. Schlimm, Evas. Ich meine nur. Also gut, ich werde ein paar Konzepte erarbeiten, wie man den Schatz des Tyrannen am besten zum Wohle Alamigos einsetzen kann. Dabei könnte ich Hilfe gebrauchen. Arenwald, wärst du so gut? Selbstverständlich, ich will helfen, wo ich kann. Wunderbar, da mache ich mich mal wieder an die Arbeit. Die Versammlung steht schließlich bevor und auch der Schatz will noch geborgen werden. Bestell der Sultana schöne Grüße von mir, Solis. Ja, und Bartholomew auch. Möge uns Erfolg bescheiden sein. Aber ich sag mal so, ich kann euren Punkt verstehen, dass ihr gerne Vorgeschichte haben möchtet, aber für mich wäre es nichts. Mir würde das die Immersion meines Charakters kaputt machen. Ich kann mich halt gut. Kann halt gut dieses Roleplay. Ja. Und wenn jetzt irgendwie eine Geschichte kommt, die nicht zu meinem Roleplay passt, muss ich dann wieder umstrukturieren. Oder darauf habe ich, ja. Würde mir mein Spielgefühl kaputt machen. Wir müssen zur Kammer der Regentschaft. Aber wie gesagt, ich kann den Punkt nachvollziehen hier. Aber. Wie gesagt, ich möchte das nicht. Möchte das nicht haben wollen für meinen Charakter. Ich möchte nicht gerne alles vorgekaut haben. Ich möchte auch mal ein bisschen Selbstfantasie in ein Final Fantasy bringen können. Ich mag es halt gerne, mir selber so eigene Geschichten auszudenken. Du bist hier, um mit der Sultana zu sprechen, nicht wahr? Dann wollen wir ihre Hoheit nicht länger warten lassen. Große Chance verpasst. Wer? Ach, bei Bartholomew. Vielen Dank, dass du den weiten Weg nach Ulda auf dich genommen hast. Ich möchte mich mit einer Bitte an dich wenden, die mir sehr am Herzen liegt. Es geht um Rauban. Ach, welch Zufall. Das Volk kennt ihn als Mitglied des Scorpio-Kreises und Phönix-General der Legion. Doch wie du weißt, stammt er ursprünglich nicht von hier, sondern aus Alamigo. Wie echt? Ich bin nett von ihr, dass sie uns das sagt. Ich war deshalb davon ausgegangen, dass er nach der Befreiung seiner Heimat zurückkehren wird. Ich auch nicht.
Doch nun hat Rauban mir mitgeteilt, dass er wieder nach Uldar kommt, sobald die politische Lage in Alamego stabil ist. Nicht, dass mich das nicht freuen würde. Rauban war mir immer eine unerlässliche Stütze und ich würde ihn schmerzlich vermissen. Doch ich kenne ihn zu lange und weiß, dass sein Herz an seiner Heimat hängt. Ob Alamego oder Uldar, am wichtigsten ist mir, dass er seine Wahl aus freien Stücken treffen kann. Nur, solange er den Eindruck hat, dass ich ihn brauche, wird er das nicht können. Das wird dir in den Nebenquests erzählt, wo die Mikote herkommen. Aber dafür müsste man Nebenquests spielen. Oder die M zum Beispiel. Ist ja auch ein Stamm. Wie gesagt, dafür müsstest du halt Nebenquests spielen. Dann erfährst du genug zum Worldbuilding. Und zu den einzelnen Völkern und Rassen. Das sind halt alles Hintergrundinfos. Ich muss als Sultana endlich auf eigenen Füßen stehen. Und das wird mir nur gelingen, wenn ich mein Reich besser kennenlerne. Ich werde mich draußen etwas umsehen. Ja. Also vor allem hätte es tatsächlich ganz gern, wenn die verschiedenen Rassen vielleicht hin und wieder, wenn es wichtig ist, anders auf die reagieren, wenn du deren Rasse bist. Vor allem, wenn es eben wichtig ist. Ja, das finde ich auch cool. Aber da kann ich mir, wie gesagt, wieder die Überarbeitung, wenn eine neue Rasse kommt, dann müssen die ja da auch wieder reagieren, dann müssen die wieder alle NPCs anpacken. Da wieder eine neue reinprogrammieren. Ja, wenn es die gleiche Rasse ist. Also das wäre ja, nur wenn es die gleiche Rasse ist, dann... Ja, aber wie sieht das denn aus? Nur wenn die bei der eigenen Rasse anders reagieren. Ist ja auch... Wenn zum Beispiel die M... Ja. Nicht so nett zu dir wären, wenn du Kamikote bist zum Beispiel oder so. Einfach generell alle Mikoten und alle Nicht-Mikoten anders behandeln. Das wäre ja viel einfacher. Ja. Hast du nur zwei Variablen. Ja. Weiß nicht, ob das so einfach geht. Ob's dann ja, wirklich das stimmt, das habe ich ein bisschen mau gefunden. Ich habe mir damit, bist du entweder Gold oder Glory oder was auch immer damit für mich kommen, irgendwas davon habe ich irgendwie wollen oder identifizieren können. Deswegen kannst du gar nichts sagen. Ruhm, war das? Ruhm, Ehre oder Reich? Oder Gold. Ja. Das waren die einzigen drei. Du kannst nichts wollen können. Vierte war Punkt. Nein. Doch. Na? Doch, das habe ich nämlich gewählt, doch. Zeige ich dir. Okay. Da kannst du nämlich einfach schweigen. Wow. Ja, okay. Ja. wenn das öfters passieren würde. Da habe ich dann darauf hingewiesen, dass das cool war. Ich danke dir von ganzem Herzen. Gestatte mir, dass ich mich entsprechend kleide. Wenn du so lange draußen warten würdest? Nee, Dragoon meint, glaube ich, den Aura, der nur Männer in seinen Stamm nimmt. Ja. Johannes aber ein anderer. So, ich gehe jetzt ins Gästezimmer. Ich weiß ja, wo die Cutscene ist. Dauert dann halt nur ein bisschen. Kannst du das im Stream sehen und dann zeige ich dir die. Abenteurer-Gilde bitte. Oh, da musste ich sogar hin. Ich habe nämlich die Anfangsszene habe ich 6-mal gespielt, also. Ich kann mich gut dran erinnern.
Reisetagebuch. Nebenaufträge in Tanalan. Nee, gar nicht wahr. Ich bin ja Lanossea gewesen. Kommen in Limsa Luminsa. Scheiße. Ist da noch eine? Ist das die? Ja. Okay. Du hattest ja auch Limsa, ne? Julia? Ja. Mhm. Stream siehst du gerade? Mhm. Es hat immer wieder ein bisschen gebuffert, deswegen bin ich ein bisschen hinterher, aber ja, ich sehe ihn. Der Chef von der Riesenschüssel. Der Riesenschüssel. Und der ist nicht rattig, der sucht seinen Namen, die er eigentlich theoretisch gefunden hat. Übrigens da Alize und Alfi nur das erste Mal zu sehen. Der Soundtrack ist halt so gut. Ja, ich hab den Donut ein. Ja, brauchst du nicht. Dann hörst du dich ja selbst. Der ist noch aus 1.0. Also ich mag den Anfang von Limsa Luminsa mit dem Bekannten oder der Verwandten eines Bruders oder so. Ja, das kommt überall. Nee, gar nicht wahr. Das kommt tatsächlich, das kommt nur bei dem, ja. Der Kneipen wird bei, Dania sagt dir ja was anderes. Komm mal. Um Stärke zu erlangen, um Ruhm zu erringen, um Besitztümer anzuhäufen. Punkt, Punkt, Punkt. Na komisch, wie das nur sein kann. Ich weiß, ich bin ein Arsch. Yeah. das war mein Ulti. You made your point. Deswegen, das habe ich heute mit meinem ersten Charakter auch gemacht. Punkt, Punkt, Punkt. Das Ding ist einfach, du hast die drei Ausweiler. Hier kriegst du einen Ring für Kriegerklassen. Bei Ruhm kriegst du einen Ring für Magierklassen. Also die plus Stats geben halt dafür. Und bei Besitztümer kriegst du einen Handwerkerring. Oder Handwerker- und Sammlerring, der Stats dafür gibt. Und deswegen gibt's halt diese drei Auswahl. Und bei Punkt, Punkt, Punkt gibt's halt nichts. Marcel wieder im Mob-Modus. Jawohl, Punkt, 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 Ja, wir haben eigentlich nur geschwiegen, so die. Weil wenn ich das mache, dann... War schwierig. Nicht sehr sympathisch. Ja. Aber waren wir halt ein Arsch, so. So. Im Übrigen, wenn man Ulda macht, lernt man Nanamu so kennen. In diesem Outfit. Aha, du hast dich also an meine Verkleidung erinnert, sonst erkennt mich zum Glück aber niemand. Das sagt sie zum Beispiel auch nur, wenn du entweder in Ulda angefangen hast, oder wenn du hier die Erinnerungsreise, die Nebenquest aus Ishgard, die wir zusammen gemacht haben, wo wir als letztes beim Grab waren. Falls du dich erinnerst, da waren wir ja auch bei Nanamu und da hat sie sich ja auch hier versteckt vor den Wachen. Mhm. Und das sagt sie halt nur, wenn du dies eine der zwei Quests gemacht hast. So kann ich mich nach Herzenslust unter die Leute mischen. Gestatten, Lilira. du lernst sie auch mit Lilira kennen. Also sie wird auch als Lilira angesprochen. Normalerweise begleitet Papa Chan mich bei meinen Streifzügen durch Tanalan, aber heute wird dir diese Ehre zuteil. Du bist weit rumgekommen, hast schon viel gesehen. Deine Erfahrungen sind für mich von unschätzbarem Wert und es wäre eine große Hilfe, wenn du sie mit mir teilen würdest. Aber was plappere ich hier? Brechen wir lieber auf. Unser erstes Ziel ist der Steinwurfslamm, gleich hier hinter dem Tor des Neid. Also nichts wie raus aus der Stadt.
Also ich empfehle dir auch die anderen Stadtstaaten zu spielen. Sind eigentlich ganz cool. Oder du guckst die YouTube-Videos, die ich gemacht habe. Echt Eigenwerbung? Weiß gar nicht, was du meinst. Natürlich noch zu alles anderes. Armen Murmelhörnchen. Sieh dir nur diese Zelte an. Die Flüchtlinge hier müssen ohne Annehmlichkeiten und den Schutz der Stadtmauern auskommen. Es mangelt in Ulda an Platz und die Mieten sind horrend. Diese armen Leute werden sich das Leben dort nie leisten können. Schon 20 Jahre geht das so, seit die Galea in Alamigo einfielen. Und mit der 7. Katastrophe wurde das Elend noch verschärft. Als Sultana obliegt es mir, etwas dagegen zu tun, nicht wahr? Ich muss ja leider die Wahrheit sagen und das zweite nehmen. Ja, es könnte mehr für die Flüchtlinge getan werden. Ich weiß, doch ich fürchte, alleine kann Ulda diese Aufgabe nicht bewältigen. Aber lass uns erstmal weitergehen. Wir folgen dem Weg und besuchen den unheiligen Erben. Mal eine Frage an dich. Vielleicht kannst du die selbst beantworten. Warum gehen die Leute nach Ulda, wenn kartografisch von Alamigo Gredania viel näher dran ist? Weil sie das Klima vielleicht gewohnt sind? Ja, könnte man annehmen, ja. Ich sag mal so, die Antwort hast du schon bekommen. Wenn du aufgepasst hast. Nein. Auban war es definitiv nicht. Also, zum Teil schon. Wenn er als berühmt wurde, ja. Haben viele auch gedacht, hey, da kann ich auch berühmt und reich werden. Ja, das ist auch ein Grund. Was hat Gridania denn so Besonderes an sich? Bald. Wow. Dies ist ein schicksalshafter Ort für mich. Hier starben meine Eltern, als ich noch ein Kind war. Sie waren auf dem Rückweg von einer Inspektion im östlichen Tanalan, als ihr Schokobo-Gespann vom Weg abkam und die Klippe hinunterstürzte. Ob es ein Unfall oder ein Attentat war, wurde nie geklärt. Rauban hat mir mal angeboten, die Untersuchungen wieder aufzunehmen, aber das habe ich abgelehnt. Selbst wenn sich herausgestellt hätte, dass es ein Attentat der Republikaner war, hätten wir wohl nie die wahren Drahtzieher zu fassen gekriegt, sondern höchstens die Handlanger. Und an der Tatsache, dass ich über all die Jahre eine Marionette der Republikaner gewesen war, hätte eine Festnahme auch nichts geändert. Statt die Republikaner zur Rechenschaft zu ziehen, wollte ich sie damit strafen, ihnen ihre Macht zu nehmen und auf das Volk zu übertragen. Naja, das Ergebnis kennst du ja. Ohne die Hilfe des Bundes wäre Ulda verloren gewesen. Ich war dumm und einfältig. So etwas darf einer Herrscherin nicht passieren. Puh, es hat gut getan, sich das von der Seele zu reden. Weißt du, ich habe immer das Gefühl, dir alles anvertrauen zu können. Also gut, als nächstes geht es zum Kolosseum. Das ist nämlich auch ein wichtiger Ort für mich. Hefte raus. Ja, immer das Gleiche, immer das Gleiche. Jedes Mal. Das ist ja nie vorher angekündigt. Na, an 6 Mal hat das vorher angekündigt. Wann habe ich es angekündigt? Vorher angekündigt? Ich glaube, als wir den Raid für, was auch immer der Name war, gemacht haben. Mach? Unscave? Wo wir mit Alice und Alfino... Bahamut. Verschlungene Schatten von Bahamut, meinst du? Naja, Omega habe ich auch gesagt. Test. Merkt ihr den Namen? Kommt im nächsten Test dran. Aber meistens sind es Überraschungstests, ja. Also. Im Kolosseum müssen. Wo ist denn das Kolosseum? Da. Ich werde so froh sein, wenn wir das neue Iteritennetz haben. In Endwalker überarbeiten die das ja von der Ansicht her.
Da wird dir quasi, so? Ja, wenn du in der Liste gehst, wird dir das auf einer Karte angezeigt, wo der Punkt ist. Und du kannst aber auch über die Karte gehen und einfach den Iteriten anklicken, wo du hin willst, und wirst dahin teleportiert. Ah, das ist cool. Ja. In meinen ersten Jahren als Sultana tat ich, wie mir geheißen wurde. Wenn man mir Dokumente vorlegte, unterschrieb ich sie. Und wenn meine Teilnahme an Veranstaltungen gewünscht war, war ich zugegen. Bei einem meiner Besuche im Kolosseum, ich war noch ein junges Mädchen, sah ich zum ersten Mal Rauban. Es war ein unfairer Kampf, man hatte ihm 10 Gegner auf einmal entgegengesetzt. Seine Niederlage war beschlossene Sache. Mir erschien das sinnlos und ich fing an zu quengeln. Ich sagte, ich wolle lieber ehrliche Zweikämpfe sehen. Man kam meinem Wunsch damals nach und Rauban gewann das Turnier. Erst später erfuhr ich, dass der ungleiche Kampf Teil eines Komplotts war. Ein Wettsyndikat wollte Rauban unbedingt aus dem Weg räumen. In einer kindlichen Laune hatte ich den Bullen von Alamigo das Leben gerettet. Bei der Siegerehrung schwor ich mir deshalb, sein Schwert eines Tages in meine Dienste zu stellen. Natürlich ging ich davon aus, das sei nur so dahergesagt. Aber Rauban meinte es ernst. In den nächsten 5 Jahren kämpfte er verbissen weiter und gewann Turnier um Turnier. Durch die angehäuften Preisgelder wurde er schließlich so reich, dass ihm ein Platz im Scorpio-Kreis zustand. By the way... nach der Cutscene werde ich das sagen. In 1.0 gab es eine Quest, wo du das, den Unfall, sage ich jetzt mal, von Nanamos Eltern untersuchen solltest. Ah. Als er noch kein Krüppel war. Ich meine, als er noch jung war. Sehr frech, Marcel, sehr frech. Rauban könnte ja ohne zweite Hand den Hintern versohlen. Eure Hoheit, bleibt zurück! Ihr bringt euch in Gefahr! Kommt zurück! Geschafft! Welch Meisterstück! Rauban! Sultana Nanamo! Ihr seht, ich halte meine Versprechen. In der Tat. Dann lass mich nun das meine einlösen. Die Preisgelder, die du dir erkämpft hast, haben dich zu einer der 6 reichsten Personen Uldars gemacht. Anna ist einfach cute. Das soll man machen. Ja, aber die japanische Stimme ist so viel besser. Ein Mitglied des Scorpio-Kreises. Möge dein Sitz dir Ruhm bescheren. Mein Schwert und mein Herz für die Perle der Wüste. Ja. Die Cutscene war perfekt. Mehr will ich eigentlich gar nicht. Das ist alles. Ja. All I need. Ehre für Uldar. Und Ehre der Sultana! Der Altersunterschied ist ein bisschen heftig, wenn es nicht sagen, Dragon. Kann ich dir sagen, wie der Altersunterschied ist? Ah, Moment. Öffne das Bild, danke. Wie alt vermutest du Nanamo? Mit 20 vielleicht. Mitte 20? Uff. Ja.